Herzlich willkommen zum neuen YouTube-Video. Wir werden heute unser Traumauto konfigurieren. Das ist nicht das, was ihr hier seht. Und genau, ich würde sagen, wir legen direkt los. Wir sind jetzt erstmal im Konfigurator, werden es erstmal konfigurieren und danach hören wir uns da oben mal den Sound an von dem Wagen und gucken uns generell an, wie der Wagen fährt. Genau. Also, kurz vorab, wir haben sehr, sehr viele Traumautos. Eigentlich kann man nicht sagen, das ist unser Traumauto. Es gibt von Lambo noch welche, von Porsche. Überall wollen wir eigentlich einen Wagen haben. Aber das ist so einer, den wir ziemlich geil finden. Genau, und zwar ist es der 812 Superfast von Ferrari, wie man hier so schön sehen kann. Ja, der ist so schon verrückt, aber natürlich kann man da ein paar Details, sage ich mal, verbessern. Auf jeden Fall. Generell kann man empfehlen, konfiguriert euch selber auch mal euren Traumwagen. Das gibt Energie. Es ist so Ja. realistisch. Man hat es so vor Augen, aber man will es haben. Ja. Okay, wir sind jetzt bei den Außenfarben. Ich weiß nicht, das kann eigentlich was Schlichtes sein, so schwarz. Nein, das ist nicht schwarz. Oder kommt es nur so komisch rüber? Oder es kann auch irgendwas sein, so was Buntes, was halt auch knallt. So zum Beispiel. Warum sieht das Obwohl, hier so ja, ich komisch glaube, das aus? ist die Beleuchtung von dem gerade. Mhm. Aber das sieht schon tatsächlich ein bisschen komisch aus. Nee, das ist schon zu hell, oder? Ich glaube, du machst nichts. Das muss schwarz sein. Das ist wahrscheinlich einfach nur irgendwie der Bildschirm, der das so komisch anzeigt. Ja. Okay, sagen wir schwarz. Ich würde eher schon rot sagen, oder? Was sagt ihr bei Ferrari? Gehört doch eigentlich so eine geile Rotfarbe dazu. Guck mal, hier sieht er jetzt nicht nice aus, aber wenn es das Rot ist, dann sieht das eigentlich gut aus. Ja. Sollen wir das dann nehmen? Hätte ich gesagt, ja. Okay. Reifen. Auf jeden Fall schwarz. Ja, safe. Ich glaube, da braucht man gar nicht viel testen. Nee. Also Also die Dinger. Bremssättel kannst du auch noch machen. Ja. Ja, da ist dann das Ding. Nimmt man hier auch rot, weil dann ist es schon irgendwie viel rot. Oder halt gelb, weil gelb ist halt auch das Ferrari-Logo da drauf. Weißt du? Muss man sich von außen angucken. Guck dir dann von vorne nochmal an. Ich glaube, das kann man so machen. Ja, aber die Okay. Farbe muss etwas dunkler, oder nicht? Oder liegt es doch nur Wovon? an, von dem Rot? Etwas dunkleres Rot. Nee, das ist schon. Sieht so ein bisschen lila oder pink aus. Nein, nein, nein. Das ist schon gut so. Okay. Ja, doch, doch, gelb, gelb kommt da schon krass. Ich würde es echt gern mal in Schwarz oder nicht? Schwarz sehen, genau. Schwarz kann auch schon gut kommen. Sieht Aber nur ich mal ein muss bisschen sagen, cleaner aus, finde ich. findest du? Ja. Aber mir ist so ein Mittelding. Egal, wir lassen es bei Schwarz. So. Dann, ja, Carbon, das muss eigentlich. Haben wir Ja, hier ja. unten diese Carbonleisten. Exhaust Pipes. Ja, das muss safe auch schwarz. Ja. Boah, das ist dann hier komplett in Carbon. Boah, ich glaube, der wird sehr böse aussehen. Ich finde, bei dem Wagen ist die Stärke das Heck. Auf jeden Fall. Ich finde das Heck echt krass bei dem Wagen. Vorne ist nicht so nice, aber das Heck holt alles raus. Okay. Interior. Boah, sehr schwierig. Also ich finde diese Rauten hier sehr geil. Ja, doch, das ist schon nice. Das sieht sehr stark aus. Hast du halt diese etwas sportlicheren noch? Finde ich nicht so geil, muss ich ehrlich sagen. Oh, Doch, das geht. diesen nice. Nee. Die von gerade. Ja, Die ist von das gerade dein hat es gar nicht. Top-Favorit? Okay. Ja, ich finde bei Sitzen, da darf man nicht übertreiben. Nicht irgendwie Zu auch noch hell. rot nehmen. So oder so, ja. Ja. Boah, ne, das ist schon auch zu hell. Ja, und das passt mit der Außenfarbe auch, glaube ich, nicht. Aber ich sagte, ich glaube, so Nimm mal ein das da drüber. dezentes Braun. Ja, das wird passen. Das Ja, wird gut das sieht passen. verrückt aus. Was ist denn, wenn wir diesen Nero nehmen? Das ist das, was wir am Anfang hatten, oder nicht? Ja. Boah, ich sagte, ich finde das irgendwie nice. Weil das kommt irgendwie so, das kommt richtig hochwertig rüber, finde ich. Ja, So doch dieses schon. braune Leder. Ist gut. Okay, Interior Details. Boah. Guck mal, wenn man das in Gelb nimmt, dann matcht das halt hier zu dem Logo, aber mir gefällt das Gelb an sich nicht Nee, so. nee, das Schwarze muss schon. Ja? Ja, das Schwarze. Ich finde, Rot passt ich. halt nicht so, das ist so Ja, viele du hast aber verschiedene hier dein Farben. Rot, du hast dann hier noch Rot, da Rot.
Ja. Irgendwie glaube ich. Oder so eins. Dann passt es halt zu dem hier. Und zu dem. Ich würde es bei Schwarz lassen. Ja? Ja, Schwarz sieht schon gut aus. Okay. Dann lassen wir es bei Schwarz. Passenger Seat Display, das muss. Ja, auf Das jeden Fall. muss. Das ist auf jeden Fall ein Muss. Das sieht geil aus. Einstiegsleisten. Ah, ne, das sind die Fußmatten. Hier an der Seite mit dem Schriftzug. Sagst du ja? Ja, könnte man machen. Was gibt's noch sonst? Du kannst halt einfach die Farbe dafür auswählen. Boah, ne, das geht überhaupt nicht. Ne. Boah. Das ist okay So braun wiederum. und braun, das kommt irgendwie schon nice. Das, wenn man dieses Grau nimmt. Aber wird das Ne. dann nicht zu bunt, weißt du? Bunt. Ja, generell so. Dann hat man drei Farben. Das ist rot, Na, das warte, du hellbraun kannst mal und hier gucken. dunkelbraun. 360 Grad Interior. Oh, doch, das sieht geil aus. Doch, das hat was. Ich finde, das matcht schon. Ja, doch, das Das hat matcht. irgendwie sehr klasse. Boah. Das ist doch verrückt. Einfach eine Kunst, auch von innen, von außen, einfach ein Kunstwerk. Okay, dann behalten wir das hier. Oder? Ja, würde ich sagen. Okay, wir sind schon bei Summary. Ich glaube, das war schon. Ja, doch. Das kommt sehr, sehr böse. Auf jeden Fall. Das typische Ferrari Rot, wenn ich das so richtig sehe. Sieht ein bisschen komisch aus mit dem Licht, aber schwarze Felgen von innen auf jeden Fall so ein geiler Braunton. Ja, wie gesagt, ich finde das Heck echt heftig bei dem Wagen. Ja, ich mag die Front tatsächlich auch, also. Ja, ne, ich finde irgendwie diese Lichter sehen komisch aus. Ich stelle mir gerade irgendwie nur vor, wie wir da drin sitzen. Das ist, egal. Dann den Startknopf drücken, so wie Ja. beim Mercedes AMG GTS, Ja. den wir gefahren sind. Wir haben uns mal für ein Wochenende zwei Wagen gemietet, einen Camaro und einen GTS AMG. Und das Fahrgefühl, das war krass. Also der haben ja 510 PS hat der AMG. Ja. Also Nee, nee, der der. hat etwas weniger, der war im 400er Bereich. Und das Ding ist, das ist gerade mal die Hälfte von dem. Ja, der hat 800 oder nicht? Ja. 812. 812, wir können uns das nicht mal vorstellen, glaube ich, wie das zieht. Das ist unglaublich. Ich habe es auch nicht mehr ganz im Kopf, wie es bei dem Mercedes war, aber das war schon sehr krass, wie der in die Sitze gedrückt hat, generell auf der Autobahn gedrückt hat. Ich glaube, darf man das so sagen? 280 sind wir gefahren auf Ja, der klar, Autobahn. Ja, dürfen. klar, Ist darf ja man das. unbegrenzt. Ja. Okay. Ja, guck mal, das fällt mir auf. Ich glaube, das hat nur Ferrari, bin ich mir beziehungsweise sehr sicher eigentlich, dass du, wenn du halt blinken möchtest, dass du draufdrücken möchtest. Und ich weiß nicht, ob man da drauf drückt oder die schiebt, aber das ist halt auf jeden Fall anders als bei einem normalen Auto. Und ich weiß nicht, ob ich mich so damit anfreunden kann. Ist das okay? Ich finde das, glaube ich, Aber nicer, wenn es dieses Pedal ist. ja, definitiv, das ist auf jeden Fall nicer. Okay. Ja, das ist sowieso stark. Das ist krass. Hier ist hier ein Fach drunter, ich glaube ja, ne? Was ist das? Müsste. Einfach eine Fußablage. Zweites Ja, Bremspedal. safe. Okay, das war's mit der Konfiguration. Ich finde, das sieht krass aus. Genauso würde ich den kaufen. Was kostet der eigentlich, wenn man den so kaufen will? Das wüsste ich jetzt nicht, aber ich glaube schon. Wow, was kostet so ein Ferrari? Ferrari 812 Superfast GTS Price 360k. Genauso teuer wie, oder fast genauso teuer wie der 765 LT von McLaren. Ja. Aber ich finde, das ist ein fairer Preis. Also ich wäre bereit, das auszugeben. Das Ding ist, manche Menschen sagen so unnötig, bla bla, keine Ahnung, Braucht man Geldverschwendung. nicht. Aber das ist irgendwie auch eine Leidenschaft. Also Autofahren, Ja. da haben wir echt irgendwie schon eine Passion für entwickelt. Jetzt schon, wo wir in unserem Wagen sitzen, wir haben jetzt zwei Autos. Und einer davon ist halt ein Mercedes, etwas ältere C-Klasse, ein Coupé. Der hat 140 PS ungefähr und der zieht teilweise schon echt gut. Und das löst irgendwie Emotionen in einem aus, wenn man da aufs Gaspedal drückt. Und stell dir vor, du hast einfach nochmal 8 Mal, okay, etwas weniger, 6 Mal PS, 6 Mal mehr PS. Ja. Und dann noch eine viel krassere Verarbeitung, viel heftigeren Sound, ganz anderes Fahrgefühl. Ich glaube, das kann man Man nicht muss auch. es mögen. Also ich glaube, ich kann mir das Ja. sehr gut vorstellen, wenn Leute sagen, das ist unnötig, aber die haben dann einfach nicht diese Passion für Autos oder. Ja, aber dann frage ich mich,
saßen diese Menschen schon mal in so einem Auto? Boah, weiß ich nicht. Also ich saß selbst auch noch nicht da drin. Ich saß jetzt zum Beispiel nur in einem AMG GT. Das war jetzt so das Krasseste, was ich auch gefahren bin. Und das war schon verrückt. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es Menschen gibt, die da drin sitzen und Gas geben und sagen, ne, langweilig. Ich glaube, dann ist deren Testosterongehalt aber schon ziemlich niedrig. Ja, okay. Gut, wir schauen uns mal noch kurz den Sound an. Beziehungsweise hören uns den mal an. Kurz ist passt vom Output. Ja. Okay. Ah, so hat er auch irgendwie was. Ich weiß nicht, dieser Streifen hier muss nicht sein. Der ist nicht so geil. Aber der hier hinten sieht nice aus. Ja. Boah, der hatte, glaube ich, das konnten wir gar nicht konfigurieren. Der hat, glaube ich, verdunkelte Rückleuchten. Guck mal, wie böse das aussieht. Ja, stimmt. Das ist nun mal was, was unbedingt auf alle Autos drauf muss. Und so Privacy-Gläser auch. Ja, also verdunkelte Scheiben. Aber guck mal, welche Sitze der hier hatte. Ich finde die Farbe auch geil. Bei dem Lenkrad, bei den Sitzen. Ja, wir müssen auf Pause drücken, wenn wir was sagen, weil sonst hört man das, glaube ich, nicht so gut. Okay, ja. Guck mal, da hat er den Feuerlöscher. Das war das, was ich gestern meinte. Und der ist hier auch noch so edel verpackt in einem Leder. Keine Ahnung, Kokon oder was weiß ich was. Das sieht eigentlich auch ganz nice aus. Das ist geil. Scheiße. Der hat die Klappen jetzt aufgemacht. Das klingt verrückt. Ich habe Gänsehaut, Junge. Das war beim Mercedes ja schon krass, als er die Klappen aufgemacht hat. Aber hier ist nochmal eine andere Welt. Junge, das war ein krasser Unterschied. Das ist doch allein schon Grund genug, um reich zu werden. So einige sagen, ja, was ist denn eure Motivation? Oder eure Motivation ist nur Geld oder nur Autos. Aber für uns ist das Grund genug, um durchzuziehen, um reich zu werden. So, ja. Natürlich haben wir auch so Motivatoren, die so ein bisschen spiritueller sind, zum Beispiel irgendwie Eltern in Rente schicken oder sowas oder leben in finanzieller Unabhängigkeit, örtlicher und zeitlicher Unabhängigkeit, machen, was man will, mit wem man will, zu welchem Zeitpunkt man will, wo man will. So, aber alleine das muss doch schon reichen. Dieser Spaß, dieses Gefühl, wenn du in dieses Auto einsteigst, diese Kunst, diese Schönheit von dieser Verarbeitung. Ja, das reicht mir persönlich schon als Motivation, jeden Tag durchzuziehen, jeden Tag Gas zu geben. Das ist schon Grund genug. Und wenn das nicht Motivation genug für dich ist, weiß ich auch nicht weiter, keine Ahnung, habe ich keine Worte zu, aber in mir persönlich löst es eine extrem krasse Energie aus. Ja. Und nein, es dreht sich nicht alles um Geld, aber das bisschen reicht doch schon. Hast du das gesehen? Alter. Wie lange der im ersten Gang war. Der war locker im ersten Gang noch bei 70 km/h oder so. Ja, das ist echt krass bei den Wagen. Junge, der Motor im Kia wird explodieren, wenn wir das machen. Guck mal. Aber warte, ist das... Immer. Warte mal, jetzt komme ich gar nicht... Nee, das ist gar nicht die Kamera. Das ist die Ölanzeige. Was laber ich denn? Da, ja, aber trotzdem, das ist ungefähr bei 90 km/h. Im ersten noch. Ja, genau. Erster Gang. Boah, wenn der...
dieses hohe, wenn er so im hohen Drehzahlbereich ist, der Sound. Aber auch beim Downshift. Ja. Der hat sich auch die perfekte Straße ausgewählt. Guck mal, wie Ja, echt clean. komplett leer. Da würde ich auch lang scheppern. Kurven. Und ich weiß nicht, ob das hier die verschiedenen Fahrmodis sind. Ich zeige es mit der Hand, man sieht es gar nicht. Ja, hier, das hier. Und der ist, ich denke mal, dass das der krasseste Modus ist und der ist nicht mal in dem. Ja. Was ist das hier oben eigentlich? Das hier, ich glaube, der zeigt ja an, wann du schalten musst. Kann das sein? Ja, das ist die Drehzahl. Ja, das ist die Drehzahl. Aber du meinst, wenn der halt im zu hohen Drehzahlbereich ist, Ja, dass. dann wird es immer mehr rot und dann Ja. irgendwann zeigt er dir an, du musst jetzt schalten. Dachte ich mir. Aber ist das nicht ein bisschen unpraktisch, wenn der die KMH-Anzeige hier so klein nur hat? Wäre das nicht viel besser, wenn das irgendwie hier in der Mitte stehen würde? Ja, eigentlich schon, aber ich glaube, Okay. du guckst nicht so viel auf, wie viel du fährst. Hast die Auffahrt da nicht gefilmt? Durch die Die Auffahrt dafür. Autobahnauffahrt ist immer am geilsten. Hier. Ja, Ja. perfekt. Wie er anfängt zu fliegen. Wie er Ja. anfängt zu fliegen. Guck mal rechts und links, wie alles an ihm vorbeizieht. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie verlockend das ist, da jetzt rechts rum zu überholen. Ja, ne? Aber auch dieses Adrenalin, was dann bestimmt Ja. ausgeschüttet werden muss. Ich bin generell so eine Persönlichkeit, ich brauche ein Adrenalin, um, ja, damit mir nicht langweilig wird. So irgendwann, ich brauche irgendwas, was spannend ist, sagen wir es jetzt mal so. So, sei es Achterbahn fahren, Bungee Jumping, Fallschirmspringen oder halt so ein Auto fahren. Und dieses Adrenalin, was da, glaube ich, freigesetzt wird, das ist echt krass und das Ja. gibt einen Push. Ich bin ein Knecht. Wenn wir uns nicht 30 von solchen Wagen holen. Ja, Mann. Das ist das Ziel. Allein schon, Das. wie schwer ist es denn? Es gibt so viele Supersportwagen auf dieser Welt. Ich weiß nicht, wie viele, kann man bestimmt mal googeln, da gibt es bestimmt eine Statistik. Aber wie schwer ist es wirklich, nur einen davon zu fahren? Ja. So viele Leute, als wenn die es verdient hätten, so einen Wagen zu fahren und wir nicht. Das sind ja nicht bessere Menschen oder so. Ja, ist ja nicht Glück, du kannst der spawnt ja nicht einfach vor dir. Wie schwer ist es wirklich, sich alleine nur einen davon zu holen? Das ist natürlich nicht das Ziel, nur einen zu holen, aber wie Ja. schwer ist es wirklich? Es gibt so viele von diesen Autos. Ja, ich denke, das soll es auch schon gewesen sein. Ja. Also, für mich ist es eine krasse Leidenschaft. Ich will später, beziehungsweise wir wollen später extrem viele Sportwagen haben. Und das ist auf jeden Fall ein Ziel, was wir anstreben. Unter anderem. Ja, definitiv. Dann beenden wir das Video auch hiermit. Gesundheit. Dankeschön. Folgt gerne rein, lasst ein Abo da, teilt das Video gerne mit euren Freunden und Schreibt mal in die Kommentare, was euer Traumwagen ist, was so ein Wagen ist, den ihr euch holen wollt. genau, und konfiguriert unbedingt auch mal selbst einen Ja, Wagen. Das ist visualisiert das, das ist heftig, was das bringt. für eine Energie auch auslöst. Ja, okay, Okay, haut bis zum rein. nächsten Mal.